Aber das Beste, die Zukunft ist in diesem Fall nicht so fern. In 2019 wird das Schnittstellenmodul MBAC bereits im neuen Sprinter verfügbar sein. Damit können Aufbauhersteller, die auf unserem Sprinter aufsetzen, bald ihre reisemobilspezifischen Komponenten intelligent vernetzen und ihren Kunden so ein Smart Home auf Rädern bieten. Unser Sprinter Connected Home verdeutlicht, was hier in 2019 durch Reisemobilhersteller alles umgesetzt werden könnte. Über unser Infotainment-System MBUX oder ein separates Display im Wohnbereich oder aber eine Smartphone-App lässt sich ganz komfortabel, ähnlich zum Konzept Marco Polo, der Status der reisemobilspezifischen Komponenten kontrollieren und steuern. Schauen wir uns das mal genauer an. Sehr komfortabel kann ich über den Homescreen von MBUX durch Wischen nach oben in das Steuerungsmodul des Wohnbereiches kommen. Hier auf der Oberfläche sehe ich sehr einfach dargestellt und komfortabel, welche Komponenten kann ich kontrollieren bzw. steuern. Ich könnte mir hier den Füllstand des Grauwassertanks anschauen oder aber auch, wenn notwendig, das Ablassventil im Grauwasser öffnen. Eine weitere Möglichkeit, ich kann je nach Stimmung mir das Licht im Wohnbereich ändern. Wie zum Beispiel jetzt von Blau ändere ich die Farbe auf Grün. Irgendwann wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo ich einfach alle Lichter löschen muss. Geht auch sehr komfortabel. Hier über die Bedieneinheit gehen alle Lichter im Reisemobil aus. Sie sehen, Mercedes-Benz Vans hat die Zukunft des Reisemobilsegments fest im Blick und wird die Zukunft aktiv mitgestalten. Daher laden wir Sie sehr herzlich ein, sich morgen selbst ein Bild von unserem Stand zu machen. Wir freuen uns sehr, Sie morgen ab 10 Uhr bei uns begrüßen zu dürfen und Ihnen weitere Details zu zeigen. Besuchen Sie uns hier in Halle 16 in Düsseldorf auf dem Mercedes-Benz-Messestand. Vielen Dank. Vielen Dank.